besonders. Sagen wir so, damit die hier an der Tür sind. Das ist ein Material, gell? Genau. Dann da gehst du hier rüber. Ja, wenn du bist. So, ja. Das ist eine Bildtafel. Das ist eine Arbeit, die über 6 Jahre ging, von 2010 bis 2015. Und eine Wahrnehmung dokumentiert und beschreibt, die ich in dieser Zeit innerhalb meines Projektes S2 Leben im Transit gemacht habe. Und zwar ist mir aufgefallen, dass am City Center in Poing auf einer Seite der Titel oder der Schriftzug City Center Poing nicht mehr komplett ist. Und das habe ich erst gar nicht so irgendwie besonders wahrgenommen, sondern nebenbei so. Aber als ich dann 3 Jahre wahrgenommen habe, da habe ich es angefangen zu beobachten. Und plötzlich sind jetzt 6 Jahre daraus geworden, wo dieser Schriftzug so erhalten ist und niemand was unternommen hat, um das wieder hinzukriegen. Und jetzt ist das sozusagen nicht irgendwie etwas, was man bösartig macht, sondern das ist was einfach als Wahrnehmung, wo man wach bleibt. Was passiert denn da? Tut da das City Center, wer immer da verantwortlich ist, irgendwann etwas, um das zu ändern? Und zwar ist es ja so, das City Center hat ja eigentlich 2 Seiten. Ich sage jetzt nicht Vorder- und Hinterseite, sondern 2 Seiten. Und deswegen, weil vorne ist die Straße und hinten ist die S-Bahn. 2 Eingänge. Genau. Man kann jetzt sagen Haupt- und Nebeneingang oder Hintereingang, weil das wäre jetzt halt blöd eigentlich. Gewertet schon, gell? Weil wenn man von der S-Bahn-Seite herkommt, ist es der Haupteingang. Auch wieder für die Reisenden, Geschäftsleute, Bürger, wer immer da eben ankommt. Und der findet hier diese große Wand erstmal vor sich und dann diesen Schriftzug, so wie er da ist. Und hat nicht einmal eine Orientierung, wo es jetzt hingeht, weil inzwischen, das ist hier gar nicht so als Punkt, dieses Thema Eingang, nämlich das hier, auch schon ziemlich vergilbt ist und was aber eigentlich nur der Eingang zum City Center meint, aber nicht der Eingang nach Poing. Also ist die Frage, ob dieser zweite Eingang dem Thema City Center gerecht wird. City Center ist ja erstmal sehr großspuriger Name, wenn man so will, und sehr anmaßend, weil City Center ist was. Und wenn man das dann so quasi nicht behandelt oder so behandelt, dann stimmt da irgendwas nicht. Vor allem, wenn man es über 6 Jahre macht. Aber das ist jetzt halt nicht irgendwie etwas, wo ich da drauf rumreiten möchte, sondern ich wollte einfach nur das dokumentieren. Mhm. Ist ja ganz spannend, muss ich sagen. Ich stelle mir eine ganz blöde Frage, die nicht ernst gemeint ist. Vom Norbert haben wir natürlich schon die Firma informiert, die Verantwortlichen, was die fehlenden Buchstaben betrifft und was so die das Bild, die Wahrnehmung betrifft, das haben wir schon getan. Also wir haben das schon weitergegeben, weil es ja offensichtlich auch nicht im Sinne der Gemeinde ist, so ein Zustand. Da gibt es aber noch ganz andere auch Plätze, wo man ähnlich darauf hinweisen, wo es hat lange einmal, glaube ich, in München eine Poing Apotheke was gefehlt, dann auch in der Hauptstraße, bis auf die Buchstaben oder so nach. Aber es geht ja nicht nur um die Buchstaben. Mir durch, wie gesagt, aufgefallen ist, und was eine Wahrnehmung war, die ich erstmal so gemacht habe und die erst gar nicht so richtig ernst genommen habe, sondern erst als sie dann so lange gedauert hat und ich Gott sei Dank immer wieder fotografiert habe. Und aus meinem Fundus konnte ich dann über die Jahre das so rausfinden und ich bin mir aber sicher, dass das schon 2009 auch so war, nur damals habe ich es noch nicht fotografiert gehabt. Übrigens zu den Dingen, wo ich meine Sachen drucke, ich mache von jedem Druck 10 Abzüge maximal oder von jedem Foto.